Hi Leute, ich bin's wieder, euer Diddlecraft. Heute mit einem neuen Minecraft Bedrock Tutorial für die 1.20. Heute mit einer Schalker Farm. Gewünscht hat sich diese Farm Nitrot. Leider wurde der Kommentar entfernt, das heißt, ich kann ihn hier nicht einblenden. Ich habe es aber noch gesehen. Von dem her komme ich diesem Wunsch auch so sehr, sehr gerne nach. Vielen Dank für deinen Wunsch. Und falls ihr Anregungen oder Wünsche habt, was ich sonst noch für Farmen bauen soll in der 1.20, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und ich werde euch im nächsten Video mit erwähnen. Nun würde ich sagen, falls ihr meine Videos mögt, falls euch gefällt, was ihr seht, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen und sehr unterstützen. Und diese Farm ist das Design von Silent Whisperer. Ich habe ihn auch im Video verlinkt, in der Videobeschreibung. Und nun schauen wir uns an, was wir denn für diese Farm alles brauchen. Das hier brauchen wir. Und die Erde ist auf jeden Fall da. Baublöcke, falls man sich hochstacken muss, wenn man, wie ich, das Ganze in Survival macht. Von dem her würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ein paar zusätzliche Baublöcke mitzunehmen. Das Schwierigste wird allerdings sein, die Schalker dorthin zu kriegen. Aber wenn man das mal geschafft hat, hat man eine sehr, sehr gute Schalkerfarm. Nun, genug geplaudert. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. So, da alles bereit ist, beginnen wir. Als allererstes nehmt ihr einen Punkt, wo ihr seht, dass ihr sehr viel Platz habt im Void. Das heißt, genau hier ist perfekt. Wir nehmen unsere Blätter und bauen 50 Blöcke nach vorne. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich werde das nachher wieder wegnehmen, aber damit ihr seht und versteht, wie das gemeint ist. 50 Blöcke sind genau hier. Und dann müsst ihr sicher gehen, dass ihr 30 Blöcke in jede Richtung, bis dort geht es gerade knapp noch. Ich kann euch das zeigen hier. Es reicht gerade, dass 50 Blöcke in jede Richtung kein Land ist. Weil sonst teleportieren sich die Schalker an Land. Und das würde die ganze Farm kaputt machen. Hier sehen wir auch ganz gut, dass das ohne Probleme geht. Bis hier. So ist alles rundherum ist Void. Das heißt, ich nehme das jetzt kurz weg. Und dementsprechend sieht man sich gleich wieder. Da sind wir auch schon wieder. Jetzt ist alles weg. Und wir können beginnen zu bauen. Wir gehen jetzt hier 16 Blöcke nach draußen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 und 7 in diese Richtung. 1, 2, 3, 5, 7. Jetzt verbinden wir das Ganze zu einer Plattform und füllen diese aus. Wird das kurz machen, damit ihr da nicht langweilig zuschauen müsst. Und das im Schnelldurchlauf. Nun platziert ihr in der Mitte. Ich habe das mit einem Blatt schon mal gekennzeichnet. Könnt ihr nun die Chest platzieren. So, da dran macht ihr einen Hopper. Auf diesen Hopper kommt eine Schiene. Den Zaun werden wir auch direkt brauchen. Das heißt, hier kommt die Schiene hin, macht einen Zaun auf diese Truhe und platziert das Hopperbeincard. Seid euch ganz sicher, dass ihr es ganz an den Zaun hingemacht habt. Genauso sollte das aussehen. Und nun macht ihr Blöcke auf den Zaun. So, und über das Minecart. Hier kommen jetzt jeweils 4 Stufen hin. Genau so und so. Und dementsprechend kommen noch Knöpfe. Die kommen dann hier und hier. Und jeweils einer hier und hier. Wir bauen uns ein bisschen hoch.
und machen unsere Falltüren hin. Und zwar nämlich genau hier. Und hier. Hier. Und genau hier. So. Nun das Ganze ganz einfach runterbauen. Und dann sollte das ungefähr so aussehen bis jetzt. Nun können wir hier und hier jeweils unser Soul Sand hinsetzen. Ich werde mich dafür wieder hochbauen. Ihr könnt selbstverständlich auch Gerüstblöcke dafür mitbringen. Das wird aber relativ schwierig, weil die kann man auf Blätter nicht platzieren. Und immer würde ich euch ein paar normale, normale Baublöcke mitbringen. So, danach, wenn ihr das habt, können wir Glas platzieren. Wir machen das so. Eines hier, dann hier, hier. Machen diesen wieder kaputt, weil den brauchen wir nicht. Dann hier oben. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. So. So. Und so. Diesen hier brauchen wir nicht. Erhöhen das Ganze um eins. Und machen auf der Rückseite das Ganze schon mal ganz zu. Wir können hier noch Knöpfe hinsetzen. Hier einen und hier einen. Und machen jetzt vorne bis zu den Trapdoors. Machen wir ebenfalls mit Glas zu. Nun kommen wir zu den Stufen. Das heißt, wir werden hier in der Mitte Axt. Genau hier. Mit einer Linie ziehen, lasst diesen frei. Ansonsten durchgehend zumachen. Hier und dann gehen wir. Das war doof, das müssen wir wieder nach oben machen. Ist aber ganz schnell gemacht und kein Problem. So, wieder so, dass es ganz im Zaun ist. Wir bauen das hier wieder ab, weil wir brauchen es jetzt auf der anderen Seite. So. Dann mache ich zwei Knöpfe genau über den Falltüren. Das wäre hier und hier. Und zwei Falltüren auch hier. Direkt über den... zwei Knöpfe direkt über den Falltüren. Jetzt könnt ihr Wasser platzieren auf dem Seelensand und es sollten diese Bläschen entstehen, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Das auf der anderen Seite genau gleich. Und so sollte das aussehen. Jetzt gehen wir wieder zurück und machen unser System für die Schalker zu holen. Das heißt, wir machen den Weg und ich zeige euch wie. Am besten gehen wir, wenn wir das hier kurz wieder wegmachen. Hier eine Treppe hinmachen. Und wir müssen das Ganze so machen, weil man auf Laub natürlich keine Schienen legen kann. So, ich habe das Ganze nun vorgebaut. Noch ein bisschen was essen. Und Enderperlen, für wenn die Schalker mich erwischen, wenn ich nach oben fliege, damit ich nach unten mich perlen kann. Nur zur Sicherheit. Ich habe keine Rüstung an, um euch zu zeigen, dass das eigentlich relativ gut geht, wenn man gut vorbereitet ist. Wenn ihr hier drüben mehr Void habt als da, bei der Eingang ist da hinten, oder wenn ihr da mehr habt, schaut, dass ihr die Farm dort in der Nähe baut und nicht so weit weg. Ihr braucht natürlich dementsprechend mehr Schienen oder weniger Schienen. Jetzt können uns die Schalker natürlich nicht sehen. Deswegen versuchen wir unser Glück.
Nein, nicht du. Die erste Schalker ist drin. Das ist schon mal gut. Und sie ist sicher angekommen. Und da ist sie schon fix. Perfekt. Ist den Knopf wieder anzumachen und zwar auf der Seite. Sonst teleportiert sie sich hin. Sie hat schon mal Zeit, das ist gut. Auch und sofort schließen. Wo ist denn das? Da. So, somit ist du. Das soll sicher sein jetzt. Was wir jetzt noch machen, ist, damit die Farm losgehen kann, wir platzieren hier die Biene wieder. Shift. Machen Copper Minecart wieder hin. Platzieren das ganz hier dran, damit es auch von beiden aufnimmt. Gehen auf die Farm hinauf, haben wir hier noch den Schnee, zwei geschnitzte Kürbis, hier hin einen, auf die andere Seite einen. Und schon sollte die Farm funktionieren. Das scheint einwandfrei zu funktionieren. Die Bläschen machen, dass die Geschosse der Schalker nicht bis zu den Schneemännern kommt. Die Schneemänner schießen das Ganze ab. Jetzt werde ich hier 10 Minuten AFK stehen. So wie eigentlich immer. Und dann schauen wir, was dabei rausgeschaut hat. Bis gleich. A few moments later. So, ich war jetzt 10 Minuten AFK. Schauen wir mal, was das gebracht hat. 34 Shells. Das bedeutet, das Ganze mal 6. Dann haben wir in einer Stunde 204 Schalker Shells. Das sind 100 Schalker Kisten in einer Stunde. Ich würde sagen, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Von dem her würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mein Video geschaut habt. Falls ihr Anregungen und Wünsche habt, was ich sonst noch bauen soll oder was ich sonst noch für Tutorials machen soll in der Bedrock 1.20, schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich werde euch mit ins nächste Video nehmen, wie ich das am Anfang bei diesem Video und auch schon bei den letzten Videos gemacht habe. Vielen, vielen Dank. Falls noch nicht geschehen und euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Euer Diddlecraft.